mein Wort bewahren. Johannes 14, 23. Es gibt eine Angst, die ich erlebe, wenn ich stark unter Druck bin, wenn ich krank bin. Das ist eine Angst, in der ich Gott nicht wahrnehme und nicht davon reden könnte, ihn zu lieben. Letztes Wochenende erlebt, ganz frisch. Doch Angst ist nicht in der Liebe. Ein Christusliebender erkennt man daran, dass er mit dem Wort übereinstimmt. Erkennt sich jemand als Christusliebender, erkennt er sich auch als Nächstenliebender. Denn Gott lieben und den Nächsten lieben ist ein Gebot, nicht zwei. Ein Christusliebender liebt Christus nicht mit weltlicher Liebe, sondern weil der Mensch selbst in der Beziehung von Christus zu sich steht, kann er auch lieben. Dieses Lieben ist nicht ein dröhnendes oder lärmendes. Dieses Christuslieben ist ein Lieben aus eigener Identität, die man daher hat, wo man sein Leben verloren hat, an den Inhalt der Botschaft des Wortes Christi. Diese Art des Christuslieben rühmt sich nicht selbst, bläht nicht sein eigenes Selbst auf. Christusliebende tragen das Böse ihres Mitmenschen nicht nach. Christusliebende bestätigen, halten, bewahren, widerspiegeln die Worte Christus. Jemand kennen heißt, jemanden zu lieben. Ich kann nicht Christus lieben, wenn ich ihn nicht kenne. Christusliebende erkennen und sind selbst durch und durch erkannt worden. Wir werden unsere Ängste, unseren Tod, jedes Leid erst als Christusliebende überwunden haben. Denn Christusliebende haben mit Christus die Angst, den Tod überwunden und sind mit Christus begraben und auferstanden. Sie sind mitversetzt in die himmlischen Regionen und können mit dem Geist Christi hier und jetzt auf der Erde mit ihrem Leben Gottes Liebe bezeugen durch Christus. Denn, wir erinnern uns an gestern, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So hat Gott die Welt geliebt. Wie? Indem er seinen eingeborenen Sohn gab. So will Christus von uns geliebt sein. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Psalm 119, Vers 67. Jesus spricht, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, bewahren. Ich habe mal eine Geschichte gehört. Nach einem Theater lädt eine Christengemeinschaft noch den Hauptschauspieler ein, zu ihnen mitzukommen in die Gemeinschaft. Und an dem Abend, man trinkt eine Kleinigkeit und dann wird der Ruf laufen, ach, zitieren Sie uns doch noch was, weil er konnte das so wunderbar. Und sagte, was soll ich denn zitieren? Und so von hinten, der Pastor sagt dann, Psalm 23. Okay, sagt der Schauspieler, mache ich gerne, aber nur, wenn Sie es danach auch machen, Herr Pastor. Sagt der Pastor, geht in Ordnung. Der Schauspieler zitiert Psalm 23, erinnert euch, der Herr ist mein Hirte. Und er zitiert es, er ist wirklich begabt, er zitiert es. Und tosender Applaus von allen Leuten, als er fährt. So, nun ist der Pastor dran. Und der Pastor zitiert oder liest sogar vor Psalm 23. Und es wird Stille im Raum. Und als der Pastor fertig ist mit dem Psalm 23, applaudiert niemand. Nachher kommt der Schauspieler auf den Pastor zu und sagt, wissen Sie ja, Pastor, ich vermag durch meine Gabe wahrscheinlich sehr gut Texte zu zitieren. Aber bei Ihnen sieht man, dass Sie den kennen, über den Sie geredet haben. Amen.